Hey Leute, willkommen zurück. Mein Name ist Gelato und weiter geht's mit Horizon Zero Dawn. Ja, unsere Aufgabe ist es jetzt, in die Hütte reinzukommen, Mutterherz. Und zwar müssen wir da vorne hin. Ja, mal gucken, was uns dort erwartet. Ja, im letzten Part sind wir halt hier angekommen. In dieses Gebiet hier, das heißt wahrscheinlich irgendwie Mutterherz oder sowas. Und hier müssen wir halt, ja, in diese Hütte rein und mal gucken, was uns da erwartet. Also wir sollen uns auf jeden Fall irgendwie den Stamm anschließen. Soweit ich das verstanden habe, keine Ahnung. Wir gucken einfach mal, was passiert. Also, let's do it. Mutterloses Gör. Wie bitte? Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist... Sieh an, Besuch aus der Wildnis, das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Okay, und jetzt die Frage. Die sind wohl interessant für dich. Ah, okay. Aber haben wollen du lässt sie dich zu, auch dass nicht, Bast derart mit dir redet? Würde ich nicht. Ja, wir grüßen natürlich erstmal alle. Das ist allein dein Kampf, nicht meiner. Meine, deine, unsere. Das ist die Worte der Segnung nicht, das war also dieser Typ, dein Gebet hört sowieso niemand, der den Stein auf uns geschmissen hat. Oh, der gibt... Okay, mal gucken, was der Arsch zu sagen hat. Was ist los ausgestattet? Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Du musst immer andere klein machen, um dich selbst groß zu fühlen. Klappt aber nicht. Ha, ich habe ewig trainiert. Du wirst morgen sehen, wie stark ich bin. Oh, es hat gereicht. Du bist zwar gewachsen, naja, aber du bist noch immer ein armseliger Wurm. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Ich weiß noch, wie die anderen Kinder sahen, was für ein Monster du warst. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Bast ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Ja, das wird man doch sehen. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Das werden wir sehen. Wenn es dazu kommt, kriegst du die Fresse poliert, aber sowas von. Was müssen wir noch machen? Geh ins Bett, rede mit Vala. So, wo ist das? Achso, das ist Vala. Hast du gut gemacht mit Bast. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Bast, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Stimmt. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist. Ach, das wird schon sicher. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dass ich nicht lache. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Das werden wir doch sehen. Wir werden auf jeden Fall gewinnen. Das, was morgen kommt, werden wir definitiv machen. So, ich darf jetzt hier ausruhen. Also machen wir das mal. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Es ist laut und es stinkt und die Leute sind... idiotisch. Hm. All die Leute, die mich nicht wollten.
Und jetzt bin ich hier, mitten unter ihnen. Ich glaube, du findest auch noch etwas Schönes. Ruh dich aus. Ja, die Hauptquest abgeschlossen, Mutterherz. Interessant. Da drängelt er sich einfach vor, dieser Arsch. Naja, der kriegt noch seine Strafe, da bin ich definitiv sicher. Oh, die Grafik ist so nice. Ist richtig geil. Ist richtig nice. Krieger, macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Das ist ein Graser! Oh, da kommen Monster. Interessant. Direkt mal anschießen. Achso, die werden schon angeschossen. Ich habe keine Wahl. Komm, machen wir mal mit. Jo, die kommen ja direkt hier hin. Du Monster, was stimmt nicht mit dir? Das ist krass, wir werden hier krass überfallen. Wir werden hier dick überfallen. Okay, jetzt heißt es Dings da abhauen. Also ich muss taktisch hier machen, sonst werde ich das hier nicht lange überleben. Wo sind sie denn da? Vielleicht nehme ich auch mal die Feuerpfeile oder hier sowas. Mal gucken, ob die da irgendwie so doof sind und stolpern. Na komm, stolpern mal. Tatsache. Oh, was geht jetzt ab? Ach, das ist questbedingt, okay. Boah, was ein Arsch. Ich hasse den, ich mag den nicht. Der ist einfach böse. Du brauchst wohl eine neue. Ja, werde ich machen, einen neuen suchen. Also ich muss bestimmte Teile hier farmen anscheinend. So, dann komm mal her. Kommt, greift mich an. Verstecken hinter der Falle. Was ist los? Wo seid ihr? Hey, Monster. Na komm. Komm hier auf die Falle. Na, aufmerksam. Achso, ich muss ja hier ein bisschen so Terz machen. Ein bisschen rumrennen. Aufmerksamkeit auf mich lenken. Und was ist los? Ja, jetzt wollt ihr nicht kommen. Okay, wahrscheinlich muss ich irgendwie einer anschießen, damit er weiß, okay, da ist was. Da ist was im Busch. Hey, wo sind sie denn jetzt hin? Ach, da. Und noch mal. Ja, nimm mich doch wahr. Komm. Ja, jetzt hat er mich wahrgenommen. Und jetzt auf mich. Los. Komm, ich bin hier. Oh. Das tut mir aber nicht leid. Hast du verdient. Also ich glaube, wir haben die Teile, die wir brauchen, oder? Okay, vielleicht haben wir doch. Geht zum Anfang des Kriegspfads. Ah, ich werde die, glaube ich, auch noch erledigen. Ich meine, wenn schon, denn schon, ne? Da muss man am Rücken, da sind diese Tanks. Und ich glaube, die machen am meisten Damage, wenn ich die treffe. Genau, das meine ich. Das meine ich genau, diese Tanks, die, ja, also quasi das ist die Schwachstelle des Gegners. Und das ist halt gut zu wissen, wenn man weiß, wo sie ist, ne? Ich glaube, wir haben alles gemacht. Mal gucken, ob ich noch mit ihnen quatschen kann. Oh, wie viele Blechbüchsen.
Es ist aber lustig zu sehen, dass noch einige von denen zucken, obwohl die halt richtig irgendwie tot sind. Also tote Blechbüchsen. Hey Kollege, sagst du was? Nee, der sagt nichts. Okay, wir müssen weiter. Ah, da ist noch eine Blechbüchse. Yes. Bleibst du mal stehen? Immer diese Schüsse, na komm mal her. Wir werden die schon noch bekommen. Keine Munition. Okay, schnell herstellen, schnell herstellen, herstellen. Das ist gut. Selbst die Anfangsmonster geben hier diese Munition, also beziehungsweise die Materialien für die Pfeile. Und erwischt. Ich muss sagen, das Spiel macht riesen Spaß. Also ich kann es empfehlen, kauft euch, spielt es und werdet glücklich. Macht auf jeden Fall sehr, sehr Fun. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir hin müssen. Wir sind auf jeden Fall jetzt unten, okay. Das ist also das Schneegebiet. Ich finde das so richtig geil gemacht von der Karte, dass sie so, ja, wie ich schon öfters gesagt habe, dass die so teils 3D ist und oh, das sieht einfach nur super nice aus. Das sieht einfach, die Jungs hier von Gorilla Games, die haben richtig, richtig gute Sachen hier geleistet. Übrigens, da sind die Entwickler auch von Schnee. Killzone. Draußen wird es nicht wärmer. Killzone zum Beispiel. Shadowfall und wie die alle Teile heißen. Ganz auf jeden Fall. Und wie ich mitbekommen habe, ist das Spiel direkt nach Killzone Shadowfall in Entwicklung gegangen, also quasi seit 3 Jahren schon. Und ja. Auf jeden Fall was Cooles raus geworden. Und die Landschaft ist gigantisch groß, also man hat hier viel zu tun, das ist cool. Wir werden auf jeden Fall demnächst auch ein paar Nebenquests machen. Aber erstmal ein bisschen die Geschichte voranschreiten und dann ein paar Nebenquests, wenn ich welche finde. Du bist die Letzte. Kannst von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind 2 gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Aber das ist schon richtig. Lieber der Letzte sein, als zu sterben. Okay, sie will doch lieber sterben. Aber ich lasse sie nicht sterben. Als ob. Mann, und die Glück. Du bist verrückt, wenn du da lang gehst. Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen verrückt. Das ist schon ganz gut so. Und ich werde sie nicht sterben lassen. Komm, was wolle. Ich sehe nichts. Bast und Vala ist direkt dahinter. So, wir müssen auf jeden Fall hier lang. Das ist auch cool, dass hier so Uncharted und Assassin's Creed Eigenschaften mit drin sind. Also schön klettern und so weiter und so fort. Ja, auch Tomb Raider. Wir sind schneller. Ja, du holst auf. Wir holen nicht nur auf, nein, wir überholen. Was labert ihr? Ach, wir schaffen das schon. Okay, das war definitiv unser erster Tod. Das wollte ich zwar nicht. Irgendwas stand da. Ich glaube, ich konnte mich da irgendwie abseilen oder sowas. Ja. Ich habe nichts gesehen. Ich bin auch niemals runtergesprungen. Okay, was muss ich hier machen? Abseilen. Ja, ja, das gute Abseilen. Wer kennt das nicht? Das wollte ich eigentlich machen. Allerdings habe ich zu voreilig gehandelt. Ja, ja. Ganz ruhig, ich renne schon wie ein Stier. Ach, das macht Spaß, das Spiel blind zu spielen, wenn man keine Ahnung hat. Wenn man nicht gespoilert ist, das ist gut. So gibt es mehr Action. Und mehr Fails. Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Genau. Sie hatten einen Stein, aber ich hatte die Wildnis. Präzision. Nicht genug. Los, sei perfekt. Genau, sei perfekt. Aber ich muss sagen, niemand ist perfekt. Und das ist auch gut so. Aloy ist perfekt. Fast. Und? Los, jetzt komm, jetzt, du schaffst. Ja, natürlich schaffe ich das. Aber das ist so geil, dass sie sich die ganze Zeit selbst motiviert. Das ist einfach so geil gemacht. Ja, wir haben es geschafft. Wir waren als Erstes. Das war kein Sieg! Sie hat geschummelt! Bullshit. Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung?
Niemals! Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast es geschafft. Wuhu, wir haben es geschafft. Sehr nice. Wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy. Einst ausgestoßen. Jetzt Kriegerin. Die gesiegt hat. Oh, was eine Wendung. Wer ist das? Aloy! Lauf! Haltet sie fest, bis die anderen da sind. Oh, fuck. Wir müssen hier weg. Aber sowas von. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Mit einem Steinchen. Bast. Ablenken. Bast! Machst du mit? Bin dabei! Dann mal los. Jetzt! Okay, was müssen wir machen? Wahrscheinlich hier unsere Skills einsetzen. Wo sind sie denn? Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Ja, ich weiß ja nicht mal, wo ich hin muss. Ach, da sind sie. Jetzt sehe ich die, okay. Nein, was mache ich denn? Falsche Taste. Wir schaffen das nicht. Doch, doch, wir schaffen das. Und wenn ihr alle headshottet. Oh, Mutter, hilf uns. Vernichtet die Eindringlinge! Ja, bin doch dabei. Wenn ich hier treffen würde. Nein, was ist das? Warum ist da so ein Busch im Weg? Erledigt sie! Okay. Sie sind zu stark! Sind sie nicht? Wir können sie nicht aufhalten! Na klar können wir. Und? Jawohl. Geheadshottet. Das war's. Wir haben alle erwischt. Jeden einzelnen. Schnell! Lauft rüber zum Seil! Als ob die jetzt wieder leben. Ich hab die doch alle erwischt. Was ist das? Naja, wir werden es schon schaffen. Sie alle. Keine Zeugen. Keine Überlebenden. Okay, jetzt werde ich von der Gruppe wahrscheinlich getrennt oder so. Kämpft weiter! Oh nein, da sind noch mehr! Da kommen noch mehr! Wie viele sind das? Okay, Headshot. Gehen wir bloß weg. Okay, das hat gut gesessen. Nein, von hinten! Ach du dreckige Schieft. Nein, 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 komm schon, komm schon. So, wir sind jetzt fies und nehmen die Brandpfeile. Es sind so viele, sind noch mehr. Okay, wo laufe ich hin, wo laufe ich hin? Was mache ich, was mache ich? Überlegen, überlegen. Also, halten. Wir schaffen das nicht. Na klar schaffen wir das. Wo sollen wir denn sonst hin? Ich weiß halt nicht, wie lange diese, wenn ich ja ziele und dann schießen, kann ich ja mit R3 so einen Fokus machen. Ich weiß allerdings nicht, wie lange das immer hält. Das habe ich durch meine Skills freigeschaltet. Erledigt sie! Hab ich dich. Sie sind zu stark! Wir können sie nicht aufhalten! Doch, wir können. Alles ruhig, eins nach dem anderen. Wir werden sie schon alle kalt machen. Vernichtet die Schänder! Ran an den Speck. Es sind zu viele. Hast du jetzt gedacht, dass wir du nicht kriegen kannst? Kriegst du hier einen Headshot? Hast du aber gedacht. So. Erwischt, würde ich mal sagen, oder? Au! Ach du Schweinebacke. Du Schweinepriester, komm mal her. Kann ich eigentlich zu denen hochkrabbeln, dass ich die irgendwie vom Nahkampf erwische? Ah, hier kann ich hochkrabbeln auch. Das ist gut. So.
Jetzt geht's euch an die Wurst. In der Luft. Sehr nice. Es sind zu viele. Oh, fuck, fuck, fuck. Heilen, heilen, heilen. Oh, das war Glück. Wir brennen, ich will nicht brennen. Mach nur! Wir schaffen das nicht! Na doch! Oh Mutter, hilf uns! So, fast geschafft, fast geschafft. Ja, weiter geht's. Jetzt, runter, solange es noch geht. Komm zurück! Okay, jetzt geht's auf jeden Fall krass ab. Der hat eine Minigun oder sowas. Auf jeden Fall sehr krass, was er da für eine Waffe hat. Und ja, die zwei hat's erwischt. Was natürlich nicht gut ist. Aber das beweist, dass jeder im Leben das bekommt, was er verdient. Obwohl sie natürlich nicht den Tod verdienen. Ja. Aber das ist halt der Lauf der Geschichte hier im Spiel. Mann, der hält aber 2 Headshots, 3 Headshots, 4 Headshots aus. Tschüss. So, ich denke mal, ich muss den zum Fackeln animieren. Ja, und dann muss ich den hier killen, ganz vorsichtig, ganz langsam. Ha, erwischt. Ja, ich glaube, ich kann jetzt seine Waffe nehmen. Und drücke, um vorzubewegen. Achso, um die fallen zu lassen. Nee, 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 wir wollen ein bisschen mit der spielen. Ui. Was ein krasses Gerät. Ja, geschafft. Wie gesagt, schade um die 2 Menschlis da. Oh, die haben auch so ein Teil. I'm not alone. Denk mal, wir werden auf jeden Fall erfahren. Oh, pass auf hinter dir, pass auf! Nein! Also ich denke mal, von der Story her werden wir schon erfahren, was das auf sich hat mit diesen Analyseteilen. Oh fuck, ist der stark. Kehr dein Gesicht zur Sonne, Kind! Rost! Hey! Wie cool! Oh, gut, dass es ihm gut geht. Nein, Rost. Was für eine Wende. Dazu deine Aufgabe. Wie du befiehlst. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ach du Scheiße. Wie, und jetzt explodiert noch alles? Nein! Aloy! Ach man, Rost. Wir haben dich doch erst lieb gewonnen. Aloy! Überlebe! Ja,
geopfert sich. Und jetzt explodiert alles. What the fuck? Oh Mann, das ist gerade so... Ich weiß gar nicht, wie ich gerade mitfühle, dass das gerade passiert. Ach du Scheiße. Wow. Oh mein Gott. Sie stirbt. Dass sie dort ist, ist Blasphemie. Sie muss zu ihrer Mutter. Es tut mir leid. Ja! Kehr dein Gesicht zur Sache. Okay, ich glaube, die hat Albträume. Ja, habe ich gedacht. Boah, krass. Was eine Wendung in der Story. Unglaublich, oder? Oh mein Gott. Jetzt will sie wahrscheinlich raussuchen. Oder sie hat es miterlebt, dass ja, der sich geopfert hat. Vielleicht hat sie es nicht wahrgenommen, das kann auch sein. Oh, auf jeden Fall die Story super. Auf jeden Fall saugeil. Ich muss hier irgendwie raus. Nicht aufgeben. Ich brauche den Fokus. Nein. Stimmt, die hat die Analyse gar nicht mehr auf dem Kopf. Also, sie nennt ihn den Fokus. Ich nenne ihn Analyse. Stufe 6 erreicht. Gerettet. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Erprobung. Aber warum ist niemand hier? Das ist eine gute Frage. Wo bin ich? Wo bin ich hier und was mache ich hier? Ich denke mal, das ist aber eine gute Stelle, um ja, den Part hier zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, like das Video, teile das Video und lass mir doch ein Abo da. Natürlich auch Kommentare, würde ich mich super freuen drüber. Ja, ansonsten wie gewohnt sehen wir uns im nächsten Part wieder und bis dahin sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.